Ich freue mich ganz ausdrücklich, heute Morgen in Frankfurt-Bayern zu sein. Ich habe vorhin schon Sven Tüller gesagt, jedes Mal, wenn ich nach Frankfurt zum Flughafen komme, was jetzt wirklich nicht selten ist, aber ich habe jedes Mal das Gefühl, ich bin das erste Mal da. Zumindest wird immer wieder umgebaut. Ja, mein Name ist Peter Wittke. Ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität des Saarlandes. Und gleichzeitig habe ich eine Forschungsgruppe zu Fragen der künstlichen Intelligenz, die sich an der Schnittstelle zu Wirtschaftsinformatik und künstlicher Intelligenz am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Saarbrücken tatsächlich beschäftigt. Deswegen sind hier oben auch zwei Logos, DFKI und Universität des Saarlandes. Wer von Ihnen hat das DFKI schon mal gehört? Ist das bekannt? So, ja, ein paar kennt es. Also für die Größe der Gruppe bin ich fast positiv überrascht. Ich sage das durchaus immer ganz gerne. Wer weiß, wie lange es das DFKI schon gibt? Weiß es jemand? Was schätzt jemand? Traut sich keiner so richtig. Bitte? 30 Jahre. Ja, 30 Jahre ist nicht schlecht. Also wir wurden vor über 35 Jahren wurden wir gegründet. An der Stelle. Das Logo, wenn Sie sagen, das Logo sieht aber ziemlich fancy aus. Ja, das haben wir uns zum 35-jährigen Firmenjubiläum letztes Jahr neu gegönnt. Davor hatten wir 35 Jahre mehr oder weniger das gleiche Logo. Relativ unscheinbar. Sie sehen jetzt im Logo tauchen auch die Buchstaben AI auf, Artificial Intelligence. Wir haben durchaus auch versucht, an dieser Stelle so ein bisschen stärker eine internationale Anschlussfähigkeit zu erreichen. Ja, was ich machen möchte, wir liegen super in der Zeit. Ich habe schon ein bisschen geredet und es ist erst Viertel nach. Das ist auf jeden Fall ganz hervorragend. Also ich möchte Sie die nächsten 45 Minuten einfach mal so ein bisschen mitnehmen durch die KI, wie sie sich entwickelt hat, wo sie aktuell steht und sicherlich natürlich dann auch, was für Sie besonders spannend und interessant ist. In welche Richtung wird sie sich denn tatsächlich so entwickeln? Vielleicht eine Anmerkung, wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Kommentare haben, Kommentare vielleicht eher zum Schluss, aber wenn Sie Verständnisfragen haben, melden Sie sich einfach. Ich freue mich auch durchaus, wenn Sie zwischendrin eine Reaktion zeigen und nicht sozusagen irgendwann einfach sagen, na, jetzt hebe ich mir die Frage für später auf. Melden Sie sich einfach, wenn wir soweit sind. Ja, Rückblick. KI in Hollywood. Ich glaube, jeder, der den einen oder anderen Film schon mal gesehen hat, weiß, KI gibt es in der Tat auch schon ziemlich lange. Es ist nichts Neues. Und wenn man nach Hollywood guckt, sieht man eigentlich mal so zwei Dimensionen. Man sieht entweder KI-Systeme, die freundlich sind, also die helfen den Menschen, oder die sind irgendwie den Menschen feindlich gegenüber eingestellt. Das ist so eine ganz wichtige Systematisierung. Und auf der anderen Seite, wenn man über KI-Systeme spricht, spricht man häufig über Systeme, die dann den Menschen letztendlich sehr ähnlich sind oder vielleicht auch von Menschen nicht mehr unterscheidbar sind. Das sind dann sogenannte humanoide Systeme oder humanoide Roboter. Und auf der anderen Seite sind es dann sogenannte technoide Systeme, technische Systeme, wo man ganz klar sieht, also hier unten, links unten beispielsweise, Odyssee im Weltraum, HAL 9000, da sieht man natürlich von vornherein, das ist irgendwie, das ist faszinierend, wenn man den Film sieht, es blinkt ja auch so ein bisschen. Man weiß, man spricht nicht mit einem Menschen, obwohl man natürlich auch gewisse Sprache hört. HAL, den kleinen Scherz vom Regisseur, ist dem jeder bekannt? Was? Ja, da wird genickt. Was ist der Scherz? IBM. Das ist einfach die Verschiebung um einen Buchstaben von IBM, genau. Ein kleiner Scherz, damals war IBM halt eins der größten Anbieter von technischen Systemen. Ja, Computer sind heute bekannt. Diese Dame war damals ein Computer. Und zwar war damals, wir sprechen jetzt so die Jahreszahl 40er Jahre, letztes Jahrhundert. Diese Dame hatte den Beruf des Computers an der Stelle. Also da hat sich der Sprachverbrauch mittlerweile dramatisch verschoben. Und was die Damen damals gemacht haben, sie haben in sogenannten Computerräumen gearbeitet an der Stelle. Kennen Sie vielleicht auch einen Film aus Hollywood, Hidden Figures? Wer kennt den? Ja, sind auch wieder ein paar mehr Hidden Figures. Erzählt die Geschichte von gerade von schwarzen Frauen, die in Computerräumen gearbeitet haben, dort diskriminiert worden sind. Es war wirklich keine schöne Zeit. Aber was ich andeuten möchte, ist, dass das Wort Computer, wenn man das heute hört, denkt man ja nicht mal an die Berufsbezeichnung, sondern jeder, der sagen würde, aha, ich bin jetzt Computer, es wird heute eher so als scherzhafte Bezeichnung dafür verstanden, für Leute, die besonders schnell rechnen können. Aber keiner geht mehr davon aus, dass ein Computer jemand tatsächlich eine Berufsbezeichnung darstellt. Das hat sich also dramatisch geändert an der Stelle. Also der Beruf des Computers wurde durch den Computer ersetzt, Technik ersetzt einen Beruf, ist so
allgegenwärtig in den letzten Jahrzehnten passiert, dass man es gar nicht sogar schon mal sprachlich mehr unterscheiden kann. In der Vergangenheit gab es auch eine ganze Reihe von sehr, sehr spannenden Forschungsergebnissen. Ich möchte da gar nicht reinschauen. Also auch wenn ich gerne an der Universität natürlich ein paar Vorlesungen zu den Themen intensiver halte, möchte ich nur ein Gefühl dafür geben, es gibt da durchaus ein paar Sachen, die heute noch unheimlich spannend sind. Also in diesen Arbeiten beispielsweise rechts in der Arbeit wurde die Idee vom Turing-Test beschrieben. Sagt Ihnen das was, Turing-Test? Was das heute so ein paar Handzeichen werden gegeben? Also Turing-Test ist so die Idee, dass man einer Maschine gewisse Fragen stellt, aber man weiß nicht, ob es eine Maschine ist. Und die Antworten, die man dann bekommt, muss man dann anschließend beurteilen, ob hinter dieser Schnittstelle, mit der man kommuniziert, ein echter Mensch oder eine Maschine nur die Antworten gibt. Und wenn man das echt machen kann oder nicht echt machen kann, dann sagt man, dieses System hat den Turing-Test bestanden. Heutzutage sieht es sicherlich ganz anders aus. Vor 40 Jahren war das völlig anders. Heutzutage sieht man auf Webseiten natürlich solche Chatbots. Und ich weiß nicht, ob Sie sich mal den Spaß gemacht haben, Leuten, die in diesem Chat dann sozusagen mit Ihnen kommunizieren im Kundenzentrum, wo Sie eigentlich vermuten, dass da wirklich ein Mensch dahinter sitzt, gibt es ja auch noch. Soll man nicht glauben, aber es gibt natürlich auch solche textlichen Chats. Und wenn Sie diesen Menschen dann ganz brutal immer wieder sagen, aber hör mal zu, du bist doch nur eine Maschine, jetzt lass mich mal in Ruhe mit deinen dummen Fragen. Da entstehen ganz lustige Dialoge im Kundencenter, wenn man solche textlichen Sachen hat, weil man halt einfach nicht die Sicherheit hat, ob tatsächlich der Mensch dahinter ist oder ob eine Maschine dahinter ist. Und das wird heutzutage wird das immer schwieriger. Aber das ist so eine ganz wesentliche Idee gewesen. Die Arbeit in der Mitte möchte ich auch nur ganz kurz was zu sagen. Das ist eine Arbeit, die in den 40er Jahren auch entstand, 1943, glaube ich. Da wurde die Grundlagen heute für das Deep Learning gelegt. Da wurde das erste künstliche Perzeptron beschrieben. Also eine einzige künstliche Zelle mit Eingängen und Ausgängen. Und es wurde überlegt, wann diese Zelle tatsächlich die entsprechenden logischen Verknüpfungen und oder XOR tatsächlich auch so realisieren kann, dass das funktioniert. Mittlerweile fast 100 Jahre alt, hat man lange Zeit überhaupt nicht gebraucht. Heutzutage, wenn man tiefe neuronale Netze trainiert, macht man genau das, was in der Mitte beschrieben wurde. Ist eine Idee, die eigentlich, wenn man so sagen möchte, alter Hut ist. Alter Hut, aber mittlerweile hat die Technik, mittlerweile haben die Daten und viele andere Dinge haben dazu beigetragen, dass das mittlerweile genutzt werden kann und noch sinnvoll genutzt werden kann. Auch fehlgenutzt wird, muss man auch ganz klar sagen, aber die Ideen sind eigentlich da schon sehr, sehr alt. Der Ausdruck Artificial Intelligence wurde 1956 auf einer Konferenz in den USA geprägt, hat der eine oder andere von Ihnen sicherlich auch schon mal gehört. Es war so ein Sommerprojekt von ein paar Professoren. In den USA ist es nicht unüblich, dass die Professoren nur 10 Monatsgehälter bekommen und die beiden fehlenden Gehälter müssen man sich dann durch Forschungsaktivitäten, durch Projektanträge sozusagen herzukaufen, herzuakquirieren. Und die Kollegen, die jetzt hier auf dem Foto abgebildet sind, sind alles Gründungsväter der KI. Die sahen damals noch nicht so alt aus. Das ist jetzt ein Revival gewesen, 2006 an der Stelle. Also 50 Jahre später haben sie sich nochmal getroffen. Ein paar davon sind auch schon verstorben. Ein paar davon, die Sie jetzt hier noch sehen, sind inzwischen auch schon verstorben. Aber sie haben sich nochmal getroffen, um die Ideen von damals tatsächlich nochmal so ein bisschen zu reflektieren. Man muss ja auch sagen, 50 Jahre später ist es ein toller Erfolg gewesen. Also welche Wissenschaftler können tatsächlich von sich auch behaupten, dass sie gewisse Forschungsgebiete, ganze Disziplinen so geprägt haben, dass sie einen intensiven gesellschaftlichen Einfluss haben. Auf der linken Seite habe ich das Proposal von damals, den Antrag auch mal reingestellt. Ich weiß nicht, wie gut Sie das sehen können, aber hier steht beispielsweise der erste Punkt, was Ihnen ganz wichtig war, Automatic Computers. Denkt man zuerst auch Computer automatisch? Ja, klar, sind hier irgendwie immer automatisch. Denken Sie aber an die Rollenbezeichnung. Damals war das eine Berufsbezeichnung, die wollte man halt automatisieren. Und genauso wie man vielleicht heute sagen würde, man möchte einen automatischen Sachbearbeiter haben oder vielleicht einen automatischen Project Consultant. Man möchte den Project Consultant automatisieren an der Stelle. Das ist die Idee damals gewesen, eine Berufsbezeichnung, eine Automatisierung. Und das war ein ganz zentrales Motiv für die KI-Forschung. Wenn man mal schaut, welche Meilensteine gab es so in der Forschung,
ChatGPT, spätestens seit anderthalb Jahren weiß das jeder. Davor gab es aber auch eine ganze Reihe von anderen sehr, sehr spannenden Meilensteinen an der Stelle. Also 1997 beispielsweise hat der damalige Schachweltmeister Kasparov das System von IBM, den Deep Blue, im Schach in einer echten Partie besiegt. 97, wer hat das so verfolgt an der Stelle? Haben sie da schon technische Affinitäten? Ja, das ist, ich sehe, es ist irgendwie durchwachsen. Ich sehe so ein paar Leute, die immer wieder die Hand heben. Die sind schon so die First Mover und so ein paar, die zucken noch so ein bisschen oder trauen sich nicht zu bewegen. Aber 1997 war ein unheimlich bahnbrechendes Ereignis. Aus verschiedenen Dingen. Erstens hat IBM wie immer eine hervorragende Marketingaktion daraus gemacht. Muss man ganz klar sagen, war total super. Was aber auch war, lange Zeit hat man wirklich geglaubt, wenn man einer Maschine beibringen kann, so gut Schach zu spielen, dass der amtierende Schachweltmeister in einer echten Partie geschlagen werden kann, dann hat man das Rätsel der künstlichen Intelligenz tatsächlich gelöst. Das hat man geschafft, 1997. Man weiß aber heute, gut 25 Jahre später, das Rätsel der künstlichen Intelligenz hat man noch lange nicht gelöst und man wird vermutlich auch noch viele, viele Jahre brauchen, um überhaupt nur ansatzweise zu verstehen, was die menschliche Intelligenz auszeichnet. Aber trotzdem sagt jetzt keiner mehr, ach ja, so ein Schachcomputer, der ist jetzt ja besonders intelligent. Der ist schon intelligent, aber es ist halt eine besondere Facette. 2001, Verbmobil hat das erste Mal Telefongespräche live übersetzt in verschiedenen Sprachen. Wer von Ihnen hat das gehört? Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich will nicht sagen, das ist eine Bildungslücke, aber so ganz unprominent ist es wirklich nicht gewesen, weil der damalige Ministerpräsident, nicht Ministerpräsident, er war lange Ministerpräsident, war er Bundespräsident, hat den Deutschen Zukunftspreis übergeben an Wolfgang Walster, der Gründungsvater vom Deutschen Forschungszentrum der Künstlichen Intelligenz, weil dieses System einfach so eine hervorragende Leistung bekommen hat. Vor ein paar Jahren haben eine ganze Reihe von anderen technischen Anbietern auch solche Zukunftspreise bekommen. Kennen Sie vielleicht Celonis als ein anderes Unternehmen? Sehe ich auch schon wieder breites Nicken an der Stelle, sehr, sehr gut. Eigentlich ist das ein tolles Ereignis gewesen, KI-Technologie made in Germany. Und das ist auch schon wieder sehr, sehr lange her, dass das tatsächlich funktioniert hat. Ist aber natürlich nicht so gut eingeschlagen wie ChatGPT. IBM Watson, 2011, ja, das gehört. Der Leak in Jeopardy, sind auch eine ganze Reihe von mehr gewesen. Jeopardy ist eine US-amerikanische Quizshow, wo es darum geht, dass man Fragen auf vorgegebene Antworten formulieren muss. Wenn Sie sich die YouTube-Videos dazu mal anschauen, dann ist man so teilweise überrascht, wie konsterniert die Mitspieler sind, weil die Maschine teilweise richtig schnell die Antworten gibt an der Stelle. Also Sprachverstehen in offenen Wissensbasen suchen sind da ganz wichtige Techniken, um das zu können. Was da aber auch wichtig ist, man muss dort so beispielsweise so in besonderen Spielrunden, muss man besondere Spieleinsätze setzen, da muss man sich überlegen, ist das eine leichte Kategorie, eine schwierige Kategorie, wie viel setze ich? Man muss gucken, wie gut wissen das vielleicht meine Mitspieler. Und da muss man ganz gezielt und konstruiert überlegen, wie rational man vernünftig setzt. Weil wenn man in so einer Risikorunde sagt, ich setze einfach alles, was ich habe, dann ist das Geld futsch. Auf der anderen Seite, wenn man in so einer Risikorunde gar nicht setzt, dann kann man natürlich von den Mitspielern sehr, sehr leicht auch wieder überholt werden. Das heißt, da dieses Wechselspiel von Wissen und rationalen Entscheidungen ist ein ganz wichtiger Punkt und das hat IBM Watson dort sehr, sehr gut gemacht. Stanley 2005 hat es geschafft, in der Wüste von Nevada 7 Stunden autonom dieses DARPA-Rennen, was veranstaltet worden ist, autonom zu fahren. Es war die zweite oder dritte Runde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war diese DARPA Grand Challenge. In den ersten Runden sind die Autos katastrophal irgendwo liegen geblieben, haben sich im Sand festgefahren. 2005 hat man es dann geschafft. Eine Maschine autonom bewegt sich im Raum, steuert von A nach B. Ist eine ganz andere Art von künstlicher Intelligenz, natürlich eine ganz spannende Sache. Also Sie sehen, und das, deswegen habe ich die Beispiele mitgebracht, ChatGPT ist sicherlich natürlich die aktuelle Welle. Alle wollen das machen, alle wollen ChatGPT nutzen, alle möchten an die APIs ran. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Techniken, die aber vorher in solchen Systemen wirklich schon ganz bahnbrechende Erfolge erzielt hat.
Wenn man versucht, die Systeme so ein bisschen zu klassifizieren, die Historie so ein bisschen darzustellen, kann man das natürlich ganz unterschiedlich machen. Aber so ganz grob kann man sagen, es gab so eine erste Phase bis 1970, hatte man so heuristische Systeme. Man hat einfach auf die Anwendungsdomäne geguckt, dann hat man gewisse Regeln einfach definiert und gesagt, naja, da funktioniert das so gut, hier funktioniert das so. Man hatte zwar dann für ganz bestimmte Probleme, ganz bestimmte Problemlösungen, aber es hat, das Ganze hat man nicht so richtig skaliert, man hat nicht so richtige Ideen gehabt, wie man neue Probleme hat. Bis in den 1990er-Phasen war da eine große Phase mit wissensbasierten Systemen. Man hat versucht, das Wissen, was man in einer Domäne hat, explizit zu repräsentieren. Damals haben eine ganze Reihe von medizinischen Anwendungen, Versicherungen haben durchaus damit experimentiert. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen im Kreis Leute gibt, die da auch Versuche mitgemacht haben, dass man also das menschliche Wissen maschinell explizit repräsentiert, regelbasiert. Vertragsgeneratoren im Versicherungsbereich gehören sicherlich beispielsweise an solche Kategorien, dass man explizit beschreibt, wie sind Abhängigkeiten im Vertragswerk und das auf eine Art und Weise macht, dass das Wissen repräsentiert wird. Ich will nicht sagen, damit ist man gescheitert, bloß man hat durchaus auch die Grenzen an verschiedensten Bereichen dann kennengelernt, weil das Regelwerk, das muss gepflegt werden, gewartet werden, da hatte man nicht die richtigen Techniken für sowas. Deswegen sind solche Systeme durchaus auch an Grenzen gestoßen. Ja, und dann sicherlich so bis 2010 lernende Systeme. Ich habe vorhin ja schon ein paar Meilensteine gesagt. Diese Systeme basieren auf Daten. Große Datenmengen werden analysiert. Es werden Muster erkannt und dann werden Regeln identifiziert, die man gar nicht glaubte, dass diese Regeln vorhanden sind. Und das hat einfach eine wahnsinnige Leistung hervorgebracht. Und das muss man beispielsweise jetzt auch mit Blick auf ChatGPT sagen. Die Idee von solchen neuronalen Netzen, die Sprache tatsächlich repräsentieren können, ist sehr, sehr alt und man hat auch sehr, sehr viele Versuche gestartet und es hat auch endlich mal ganz gut funktioniert. Aber dass die Systeme eine solche Leistungsfähigkeit erreichen, wenn man sie mit erheblich größeren Datenmengen füttert und dann teilweise Texte produzieren, die innovativen Charakter haben, die viele andere Eigenschaften haben, die man normalerweise nur menschlichen Texten zuspricht, das ist durchaus ein Überraschungsmoment gewesen. Ja, aber was man auch weiß, das ist eigentlich auch klar und keiner zweifelt daran ernsthaft, es gibt Domänen, da muss man diese Ideen einfach kombinieren an der Stelle. Es gibt gewisse Probleme, die kann man datenbasiert lösen, aber wenn man gewisse juristische Rahmenbedingungen beispielsweise hat, dann wäre es verrückt, diese juristischen Rahmenbedingungen rein durch maschinelles Lernen zu erstellen. Wenn man weiß, eine Vertragsbedingung hat sich geändert, warum soll man irgendwie versuchen, Daten zu synthetisieren, wenn man weiß, die Vertragsbedingung hat sich geändert, es gibt ein neues Gesetz, fertig, aus. Diese Dinge müssen expliziert werden. Was man aber noch nicht weiß und was letztendlich das Spannende und Interessante ist, wie kombiniert man das miteinander? Wie kann man die datenbasierten Verfahren mit den maschinellen Verfahren so kombinieren? Und das ist eigentlich die aktuelle Phase, in der wir momentan leben. Ja, das war der Rückblick. Wo stehen wir momentan? Wenn wir stehen, möchte ich ganz gerne zu der Beschreibung, wo wir stehen, eine Vorbemerkung machen. Und zwar, wenn man über KI spricht, klar, alle glauben zu wissen, was es ist, jeder sagt ihm was anderes, alle haben auch irgendwie recht. Meiner Wahrnehmung nach kann man dieses Problem der terminologischen Klarheit relativ leicht lösen. Und das gilt nicht nur für KI, das gilt für viele andere technische Systeme auch. Und zwar hat die Technik so die Angewohnheit, dass man ein Wort für verschiedene Dinge verwendet. Und manchmal wird KI eher so als Problem verstanden. Also man hat das Problem der künstlichen Intelligenz, werde ich gleich noch ein bisschen näher ausführen. Manchmal wird KI als Lösung präferiert, als Lösung verwendet. Man hat jetzt ein neues KI-System geschaffen. Und manchmal bezeichnet es einfach das Forschungsfeld, in dem sich eine ganze Reihe von Kollegen von mir bewegen und sagen, wir forschen in dem Feld künstliche Intelligenz. Es gibt Journale, es gibt Konferenzen, es gibt Bücher, es gibt Lehrstühle. Überall steht KI drauf und das, was halt an diesem akademischen Betrieb gemacht wird, das ist halt KI. Genauso wie es auch in der Medizin gibt, gibt es das medizinische Forschungsfeld, Mathematik, Physiker. Und kein Physiker überlegt sich, was ich jetzt hier mache, ist das nur Physik oder ist das kein Physik? Der macht das, dann ist das natürlich Physik. Es gibt natürlich Grenzen. Und diese Grenzen muss man auch immer wieder reflektieren. Aber dass es sozusagen in der Natur ganz fein säuberlich eine Schublade gibt, da hört die Physik auf, da fängt die Chemie an, da hört die Chemie auf, da fängt die Biologie an, da hört die Biologie auf, da fangen die Geisteswissenschaften an, da hören die Geisteswissenschaften auf. Und irgendwo ist dann noch so die KI ganz fein säuberlich rausgetrennt.
Das ist etwas, das möchte man immer gerne glauben, aber das ist in der Realität natürlich überhaupt nicht so. Um einfach dieses Feld besser zu strukturieren, wenn jemand KI sagt, muss man sich immer überlegen, meint er ein Problem, meint er eine Lösung oder spricht er einfach nur über dieses Feld, was halt total spannend ist. KI als Problem. Was man heute weiß, dass Intelligenz letztendlich vielschichtig ist. Man kann auch sicherlich sagen, Intelligenz hat noch ganz andere Facetten. Und jede dieser Facetten, die ich hier aufgezeichnet habe, sind sicherlich auch noch wieder unterschiedlich zu unterteilen. Man kann auch überlegen, gibt es da vielleicht noch Besonderheiten? Aber letztendlich kann man sagen, der Mensch zeichnet sich darin aus, dass er sensomotorische Fähigkeiten hat. Er kann sich hier im Raum bewegen. Wenn ich jetzt hier anfangen würde, solche Moves zu machen, dann wären sie nicht nur überrascht, wie schlecht ich das kann, doch sie werden vermutlich sofort sagen, das habe ich mir schon gedacht, kriege ich nicht hin. Es gibt Roboter, die können das. Es gibt kognitive Fähigkeiten, da ist Schach sicherlich das Paradebeispiel dafür. Wenn Sie ein System haben, was die Schachregeln noch nicht mal kann, sagen, das ist jetzt ein bisschen blöd. Genauso, wenn der Sachbearbeiter mit dem Kundencenter kommuniziert und er kennt die Vertragsbedingungen nicht oder er weiß nicht, dass die Vertragsbedingungen sich automatisch verlängern, wenn man vorher nicht kündigt, dann hat das nichts mit sensomotorischer Intelligenz zu tun, dann sind das einfach rationale Schlussfolgerungen, dass logische Folgerungen gezogen werden müssen. Eine dritte Facette ist die emotionale Intelligenz. Ob sie nun lachen oder nicht lachen, ob sie traurig sind, nicht traurig sind, das sind sicherlich alles zutiefst menschliche Eigenschaften. Ob Maschinen jetzt tatsächlich lachen können, Freude haben können, kann man lange darüber diskutieren, ob das nun so ist oder ob das nicht so ist. Was aber sicherlich sehr, sehr spannend ist, dass Maschinen versuchen zu erkennen, wie sind die emotionalen Aspekte an der Stelle. Und wir haben beispielsweise vor vielen Jahren haben wir schon Projekte im DFKI gemacht mit Sprachanalyse im Kundenzentrum. Wenn jemand anruft im Callcenter, kann eine Maschine recht schnell erkennen und recht zuverlässig erkennen, ob das jetzt jemand ist, der sehr aufgebracht ist, total wütend ist, ob das eine männliche Stimme ist, eine weibliche Stimme an der Stelle. Und darauf kann man natürlich besonders eingehen an der Stelle. Wenn man weiß, da ruft jetzt jemand wieder an, ist besonders aufgebracht, dann kann man halt von vornherein noch jemanden nehmen, aber den schicken wir gleich zu jemandem, der versucht, ein bisschen den Druck aus dem Verfahren herauszunehmen und dann nimmt man nicht einfach so ein Standard-Telefonbeantworter. Ja, soziale Intelligenz ist auch eine wichtige Sache. Wir Menschen sind nicht immer sozial, aber hoffentlich sind wir in vielen Bereichen sozial oder wie ich es auch gerne formuliere, in vielen Bereichen macht es ja auch Spaß, sozial zu sein, gerade im Sport. Viele sagen, ich mag keinen Einzelsport, ich mag den Teamsport, den finde ich besonders toll, weil ich im Team zusammen bin, gemeinsam Ziele erreiche. Da ist es so, wenn man gerade, wir haben in Bremen haben wir die Roboter, die Fußball spielen, passend zur WM. Die ersten Roboter-Weltmeisterschaften im Fußball, die haben wir mal gezeigt, die Roboter, die wollten wie so kleine Kinder immer noch alleine spielen, alle sind zum Ball gerannt, sind sie untereinander umgefallen, der Doppelpass hat nicht so richtig funktioniert. Das sind alles so Dinge, die sind wichtig, aber so ein Doppelpass so einer Maschine erstmal beizubringen, hör mal zu, du machst jetzt nicht das Tor, das ist wie beim Kind. Das Kind will, ich will jetzt aber vielleicht ist man im Team besser und wie man im Team besser ist, ist eine sehr, sehr spannende Sache. Und da vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe irgendwann mal die Biografie von dem Garry Kasparov gelesen. Sie erinnern sich, das ist der Schachweltmeister und der hat so darüber philosophiert, wie die Maschine ihm schlagen konnte und was das für Schach bedeutet, Schachphilosophie, ob das Schachspiel jetzt aus ist. Und er hat zum Beispiel festgestellt, dass weiterhin Schachspielen total reizvoll ist und zwar in Konstellationen, wo man in Teams Schach spielt und zwar auch durchaus in Teams, wo auch Maschinen dabei sind. Und dann die Maschinenteams, also mehrere menschliche Schachspieler mit Computerschachspielern gegen andere Teams auftreten. Und dann ist die Frage, welches Team gewinnt? Und seine Erfahrung ist da, dass gerade diese Teams dann gewinnen, die besonders gut ihre Prozesse in Griff haben. Also die Abstimmung untereinander. Und das ist, glaube ich, auch das, was für Pentadoc, glaube ich, was ich so wahrnehme, besonders interessant ist. Das Prozessmanagement in Versicherungen ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn man irgendwie sagt, ich habe jetzt hier so ein KI-Use-Case, da könnte was reingeht, was raus. Ja, ist auch gut, aber ist nachher eine Commodity, hat jeder, ist nicht besonders interessant. Wie man die gesamten Abläufe so gestaltet, dass ein vernünftiges Ganzes herauskommt, ist ganz gut. Hier diese Einordnung, was kann die Maschine gut, was kann der Mensch gut, ist natürlich auch nur schlaglichtartig. Bitte nageln Sie mich da nicht fest, warum da jetzt so zwei Plusse stehen oder nur ein Plus und ein Minus. Aber wenn man in die aktuelle Forschung reinschaut,
ist das zumindest ein grobes Spektrum, was man ganz klar sehen muss. Das verschiebt sich natürlich auch immer wieder. Je nach Anwendungsdomäne im Einzelfall kann es auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Es gibt Leute beispielsweise, die haben verschiedene Beeinträchtigungen, nicht nur kognitiver Art, sondern auch emotionaler Art. Die sind einfach aufgrund ihrer biologischen, psychologischen Lage nicht in der Lage, Gefühle zu erkennen. Die sind teilweise dann dankbar, wenn eine Maschine ihnen sagen kann, hör mal zu, du musst jetzt lachen, weil das ist jetzt ein Witz, der dir erzählt wurde. Sind sicherlich absolute Spezialanwendungen, aber das sind Dinge, wo man ganz klar sieht, menschliche Intelligenz. Eine breite Facette. Und wie eine Maschine das tatsächlich abbilden kann, muss man sich sehr, sehr genau anschauen. KI als Problemlösung. Ich habe Ihnen mal hier den Gartner Lifecycle mitgebracht. Auch nicht, weil ich jetzt sage, das ist so die beste Übersicht über Lösungen, sondern letztendlich, um einfach nur zu sagen, es gibt da einen ganzen Blumenstrauß. Sie können sich vorstellen, die Kollegen forschen da jetzt seit 100 Jahren an diesen Themen dran. Da kommt ja nicht nur eine Sache bei raus. So wie der Mediziner, der glaubt, er hat nur eine Therapie und es gibt nur ein Medikament, nur eine Pille. Und dann ist sozusagen, wenn ein Patient kommt, kriegt er diese Pille und dann ist alles gut. Auch die Informatikforschung, insbesondere die KI-Forschung, ist natürlich komplexer. Man hat verschiedene Probleme, man hat verschiedene Lösungsmöglichkeiten, gibt verschiedene Kontexte. Und da muss man immer sehr, sehr genau schauen, in welchem Kontext macht was Sinn. In manchen Kontexten machen manche Dinge sehr, sehr viel Sinn. In anderen Kontexten machen manche Dinge überhaupt keinen Sinn. Das muss man sich aber genau anschauen. Was die Kurve auch sehr, sehr gut sagt, es gibt halt immer so Höhen und Tiefen. Dann der berühmte Pfad der Produktivität nach dem Tal der Tränen. Momentan haben wir so eine Euphorie mit den entsprechenden großen Sprachmodellen. Alles möchte man mit Large Language Modellen erschlagen. Es geht nicht, aber das ist momentan das halt, was hip ist. Und da muss man viel, viel genauer drauf schauen. Die Problemlösung sieht man nicht nur sozusagen in einer Domäne, an einer Stelle. Und man sagt das immer so leicht, ja, KI ist eigentlich in allen Wirtschaftszweigen so da. Und als ich mir diese Folie mal vor einiger Zeit zusammengestellt habe, ist mir aufgefallen, das geht ganz schnell, dass man in jede dieser verschiedenen Wirtschaftszweige tatsächlich Anwendungen findet, die total greifbar und total interessant sind an der Stelle. Auch da sieht man eigentlich, wie verrückt es ist, aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Sinne Perspektive, so Wirtschaftszweige zu systematisieren und darzustellen an der Stelle. Also die Grenzen zwischen Wirtschaftszweigen sind gar nicht immer so richtig deutlich. Und viele Dinge, die passen eigentlich so in verschiedene Domänen auch rein. Also beispielsweise die intelligente Kundenbetreuung im Callcenter habe ich hier mal reingenommen, ist sicherlich für Versicherungsbetriebe besonders interessant. Das geht natürlich in vielen anderen Bereichen auch. Das sind das ganz spannende Sachen an der Stelle. Also es bewegt sich in sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen, aber egal in welche Domäne man reinguckt, gibt es Dinge, die sehr, sehr spannend sind. Und dadurch werden sich natürlich vorhandene Domänenstrukturen nicht nur in der Versicherung, sondern auch in vielen anderen Domänen einfach nachhaltig verändern. Personalisierte Medizin, sicherlich auch für viele Versicherungen ist das ein spannender Bereich an der Stelle, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Automatische Text-Bild-Video-Erstellung, auch hier sicherlich wieder Papierbelege werden eingehalten, Fotos werden analysiert von Schadensfällen und Ähnliches. Ist das nun der Hammer, der ganz bewusst aufs Auto eingeschlagen worden ist, um Schäden zu produzieren? Ist das ein realistischer Schaden an solchen Dingen? Das sind alles Dinge, da findet man mittlerweile eine ganze Bandbreite in ganz unterschiedlichen Bereichen. Immobilienbewertung, spannender Punkt. Ich weiß nicht, machen wir ein paar spannende Projekte mit Satellitenauswertung an der Stelle. Man hat eine Flut, Flutkatastrophen haben wir jetzt in Deutschland ja auch in letzter Zeit gehabt, aber auch Erdbeben, große Feuer. Man kann durch Satellitenaufnahmen jetzt nicht genau erkennen, wie groß ist der Schaden, aber man kann zumindest KI-gestützt sehr, sehr schnell ganz grob erkennen, ist das so ein leichter Schaden, schwerer Schaden oder verheerender Schaden an solchen Dingen. Sind alles sehr, sehr spannende Sachen. Navigation, Routenplanung, das habe ich ja auch mal, oder möchte ich auch mal noch ein, zwei Sätze zu sagen. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland vom Datenschutz sicherlich ist, aber wenn man sich mittlerweile anschaut, was die Systeme alles an Daten vorhalten, also wer ist wo, wie häufig, welche Straßenaufnahmen sind da, wenn man einfach mal durch solche Gegenden mal virtuell durchfährt, hat man eine ganze Reihe von Informationen, die man sicherlich soziodemografisch auswerten kann.
an solchen Stellen. Und da kann man natürlich noch viel, viel, viel mehr machen. Und wenn man das automatisiert, gibt es da sehr, sehr tolle Möglichkeiten an der Stelle, um innovative Anwendungen zu machen. KI als Forschungsgebiet ist auch sozusagen das Feld. Ich möchte gar nicht jetzt in den einzelnen Bereichen da so tief einsteigen, sondern alles, was ich sagen möchte an der Stelle, so wie die Medizin unterschiedliche Fachdisziplinen hat, hat die KI halt auch unterschiedliche Fachdisziplinen. Und zu jedem dieser Bücher, die ich jetzt hier aufgelesen habe, sind Monographien, das sind Lehrbücher für Standardvorlesungen, könnte man einen ganzen Studiengang mitfüllen. Kriege ich jetzt alles sowieso nicht zeitlich hin. Will ich auch gar nicht, aber ich will Ihnen auf jeden Fall da mitgeben. Sie gehen auch nicht zum Mediziner und dann sagen so, ja, jetzt, ja, ich hatte jetzt mal so ein Hokuspokus und dann ist alles gut, sondern Sie erwarten von dir das Fachwissen und das ist in der Informatik und KI-Forschung auch der Fall. Und da gibt es halt ein breites Spektrum und das muss man halt wissen. Und wenn man das weiß, ist es auch gut. Wenn man es nicht weiß, dann ist man einfach verloren. Und nicht jeder muss Fachexperte an der Stelle werden. Man möchte vielleicht, dass jeder ein entsprechendes Sprachmodell verwenden kann, aber wie das aufgebaut ist, wie es trainiert ist, wie es weiterentwickelt wird, sind völlig andere Bereiche, in völlig an unterschiedlichen Bereichen. Und Sie sehen hier, Machine Learning ist ein großer Bereich. Dazu gibt es Deep Learning an der Stelle, ist ein Teilbereich. Und das ist etwas, was ist auch wieder nur eine Facette. Es gibt auch ganz viele andere maschinelle Lernverfahren, die auch für bestimmte Anwendungen sehr, sehr spannend und interessant sind. Was ich hier noch mitgebracht habe, ist einfach mal so ein Video, wie wir am DIF KI forschen. Wir machen das sehr, sehr gerne, dass wir natürlich die universitäre Grundlagenforschung nehmen, aber dass wir versuchen, diese Forschung in Anwendungsfälle praktisch erlebbar zu machen, solche Forschungslabore, wo man Zukunft erleben kann, Zukunft erfahren kann und dann sieht, wie in Industrieunternehmen KI eingesetzt werden kann, wie beispielsweise in der Altenpflege und Rehabilitation solche Systeme eingesetzt werden können. In der Mitte sehen Sie was zu Weltraumrobotik an der Stelle, sind spannende Sachen und solche Robotersysteme. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt bei Krankenversicherungen schon eine Rolle spielen, aber ein Exoskelett sind beispielsweise ganz tolle Sachen, wo Leute, die nicht mehr gehen können, die auch vielleicht gar keinen Arm mehr haben, aber trotzdem eine entsprechende physische Unterstützung haben, um ihr Leben einfach wieder meistern zu können. Also ganz unterschiedliche Sachen. Hier oben sehen Sie gerade, ist auch sicherlich wieder was für Papierbearbeitung interessant ist. Man guckt, wo gehen die entsprechenden Bewegungen der Augen auf dem Papier, wo wird was gelesen, wie wird das wahrgenommen. Das sind alle spannende Sachen, die man in solchen Laboren sich dann näher angucken kann. Ja, um den aktuellen Stand noch so ein bisschen abzurunden, möchte ich ganz gerne noch ein Zitat von John McCarthy, einer der Gründungsväter, der in den 50er Jahren die KI-Konferenz in Dartmouth mit gegründet hat, ihm präsentieren. Und zwar, das ist so das Dilemma der KI. As soon as it works, no one calls it AI anymore. Das ist ein Zitat, was er schon vor vielen Jahrzehnten formuliert hat. Und damit ist letztendlich der Gedanke verbunden, wenn man heute diese Systeme sieht, Schachcomputer, Navigationssysteme, automatische Dokumenten, Informationsextraktion, dann denkt keiner mehr, oh, das ist jetzt KI. Aber wenn man die ganzen Forschungsergebnisse, die die KI hat, rausstreichen würde, dann würden diese Systeme einfach nicht funktionieren an der Stelle. Stecken ganz tief KI-Algorithmen drin, Probleme, die theoretisch hart zu lösen sind. Und dadurch, dass man Lösungen geschaffen hat, funktioniert es. Aber as soon as it works, no one calls it AI anymore. Das ist sozusagen das Schicksal der KI-Forschung, so ein kleines bisschen. Immer nur das, was nie funktioniert, das ist noch KI, das ist das Geheimnis. Ja, wo geht's hin? Wo geht die Reise hin? Ich habe Ihnen was mitgebracht. Jetzt nicht, weil ich sage, so Erkennung von Mahlzeiten ist jetzt so das Spannendste an der Stelle. So das, der neueste Trend. Das ist nicht der Fall, aber das ist ein Beispiel, an dem man ganz schön eine allgemeine Überlegung, glaube ich, ganz deutlich machen kann. Sie kennen ja sicherlich noch so Unternehmen, so aus den 70er, glaube ich, gibt es so lange, wie es Menschen gibt und das Problem von zu viel Nahrung auf diesem Planeten gibt. Leute essen einfach zu viel und wenn sie zu viel gegessen haben, dann gehen sie entweder viel trainieren, um die Energiebilanz sozusagen wieder ins Gleichgewicht zu bringen
Oder sie machen halt irgendwie eine Gewichtszunahme, die dann erwünschter oder weniger erwünscht ist, je nachdem, in welcher Phase man sich so bewegt. Und ein wichtiges Geschäftsmodell natürlich von Unternehmen ist einfach dann Personen anzubieten, wie die ihr Gewicht reduzieren können. Und dann haben diese Unternehmen neben solchen Workshops sicherlich natürlich dann auch so Kalorientabellen, wo man so zählen kann, ja, wie. Manche, habe ich mir mal sagen, haben so Punktesysteme an der Stelle. Und dann gibt es vielleicht immer dann noch einmal die Woche ein Treffen, wo man sagen kann, na, ich habe jetzt 3 Punkte. Naja, guck mal, dass du nur 2 Punkte machst. Mach da ein bisschen weiter. Also so irgendwie funktioniert es. Und diese Systeme wurden natürlich dann inzwischen auch digitalisiert. Plötzlich gibt es Apps. Dann kann man in der App sagen, na, ich habe heute das gegessen, 100 Gramm das gegessen, dann wird das automatisch umgerechnet. Sehe ich dann auch ganz schön. Wenn Sie sich jetzt aber vorstellen, das, was Sie gegessen haben, wird einfach abfotografiert oder vielleicht sogar durch eine Brille wird es einfach abgetragen. Das System erkennt, dass Sie jetzt wieder die Schweinshaxen auf dem Oktoberfest gefuttert haben, weiß sofort, in welchen Mengen, wie ist die Nährstoffzusammensetzung. Dann kann man natürlich ganz andere Dienstleistungen dazu anbieten. Man kennt seine Kunden wesentlich besser. Man kann wesentlich mehr an dieser Stelle tatsächlich präsentieren. Und was auch klar ist, die Kernkompetenz von den Unternehmen, die jetzt am Diätmarkt tätig sind, hat sich ja radikal verschoben von so papierbasierten Kalorientabellen hin zu einem digitalen Ökosystem an der Stelle. Und das ist jetzt ein Beispiel aus einer recht speziellen Domäne. Aber das ist so meine Wahrnehmung, was generell passieren wird an der Stelle oder generell, was man sieht, dass einfach Wertschöpfungsketten sich radikal ändern. Und wenn man sich jetzt überlegt, was ist denn die Kernkompetenz von der Versicherung? Ich weiß, ich habe auch immer so ganz viele Papierdokumente und mittlerweile habe ich auch so eine digitale Schnittstelle. Aber ist das die Kernkompetenz von der Versicherung? Wie ist dieses Ökosystem aufgebaut? Ich habe letzte Woche eine E-Mail bekommen, dass ich meine Vertragsdaten vielleicht aktualisieren könnte an der Stelle. Es dauert auch nur 2 Minuten an der Stelle. Also da ist letztendlich, glaube ich, unheimlich viel Potenzial grundsätzlich vorhanden. Man muss aber natürlich wissen, wie. Und wenn ich wüsste, wie, dann hätte ich jetzt ein Start-up für Versicherungsunternehmen, das zu machen. Aber in dieser Branche, wenn man drauf schaut, es sind abstrakte Leistungen, die verbracht werden, gibt es grundsätzlich sehr, sehr Potenzial. Und wie sich das entwickelt, ist, glaube ich, das Spannende, weil klar ist auch, dass Unternehmen, die jetzt in solche Märkte eintreten, sind vielleicht nicht die größten Unternehmen, sind so kleine Unternehmen, die einfach eine ganz coole, eine ganz spezielle Idee haben, die dann in den Markt hineintreten. Wenn man nun schaut, was sind denn so die tatsächlichen Visionen für KI-Systeme, kann man meiner Meinung nach das ganz gut so an 5 unterschiedlichen Dimensionen oder Visionen festmachen. Ich fange mal unten an mit KI als Assistenten. Das sind so Routineaufgaben. Schreibformulierungshilfen, Fremdsprachenübersetzungen, Extraktion von Papierdokumenten, Transkription gesprochener in natürliche Sprache und alles solche Dinge. Erkennung von Objekten sind alles Dinge, die funktionieren heutzutage schon wahnsinnig gut. Kann man auch letztendlich, also ich sag mal so, aus der Steckdose beziehen. Entsprechende Webservices bieten das an. Da gibt es sicherlich spezielle Fragestellungen in bestimmten Kontexten, um das dann auch richtig gut zu machen. Aber das sind einfach so die Standardassistenten, wo man vielleicht einfach einen Praktikanten hatte, einen Hilfsarbeiter umgelernt, der es einfach mal so ein paar Standarddinge gemacht hat. Teilweise sicherlich natürlich auch ausgebildet hat, darf man nicht vergessen, also Übersetzung beispielsweise. Aber das sind alles Dinge, wo man jetzt sagt, das ist nicht so der eigentliche Kernbereich, das einzig Zentrale an der Stelle. Es gibt KI als Orakel. Man muss einen Sachverhalt zusammenfassen, entscheiden, vorhersagen. Eine dicke Versicherungsakte, das ganze Vertragsgeschäft. 20 Jahre Lebensversicherung. Ja, wie war denn das jetzt nochmal? Könnte ich mal ganz schnell einen Überblick bekommen? Sollen wir den Patienten, sollen wir den Kunden noch halten an der Stelle? Sollen wir ein neues Angebot machen? Ist da kurz davor abzuspringen? Wie man das beantwortet, ich weiß es auch nicht, aber das ist zumindest eine Vision, dass das KI wie das klassische Orakel in der Antike eine solche Auskunft dann letztendlich geben kann. KI als Surrogat. Man weiß heutzutage, dass künstliche Umgebungen sehr, sehr spannend sind. Standardbeispiele sind sicherlich autonomes Fahren. Das Kind, was fürs Auto läuft, das möchte man nicht in echt immer wieder
einer Maschine zeigen, sondern möchte man künstlich simulieren, um dann in der echten Situation der Maschine auch die Daten zu haben. Sowas kann man natürlich auch sich in betriebswirtschaftlichen Kontexten vorstellen. Betriebswirtschaftliche Prozesse werden simuliert, Versicherungsabläufe werden simuliert an solchen Stellen. Sind auf jeden Fall spannende Dinge. KI als Gesamt, der Finanzanalyst hier in Frankfurt, der guckt sich ganz viele Daten an, macht verschiedene Investitionsentscheidungen, kaufen, verkaufen und ähnliches. Der neue hippe Beruf, der Quant. Versicherung hat auch ganz viele Daten. Diese Daten können natürlich automatisiert analysiert werden. Und dafür können sicherlich eine ganze Reihe von KI-Verfahren eingesetzt werden. Betrugserkennung ist sicherlich das Standardbeispiel. Gewisse Muster in solchen Datenbeständen, wo man feststellt, Kreditkartenbetrug, Versicherungsbetrug, ähnliches, sind ganz spannende Sachen. KI als Schiedsrichter, wir wissen alle, die Torlinientechnik ist mittlerweile auch in der Bundesliga angekommen. Sehr, sehr gut. Die einen finden es toll, die anderen finden es nicht so toll, sagen, das Fußballspiel geht kaputt. Aber das automatische Erkennen des Balles, wo ist der Ball vor der Linie, hinter der Linie, auf der Linie, macht mittlerweile zumindest auch eine Maschine. In vielen Situationen muss der Schiedsrichter noch drauf gucken. Aber da steckt auch KI drin, Bildanalyse und ähnliches. Solche Systeme gibt es in vielen anderen Bereichen, dass einfach ein Schiedsrichter entscheidet, ja, ist gut, ist nicht gut. Und sowas kann man sich natürlich auch vorstellen im Versicherungsbereich. Wurden überhaupt die Versicherungsdinge klassischerweise eingehalten, nicht eingehalten? Und dann wird einfach ganz automatisiert entschieden und dieser ist erledigt. Ich habe ganz am Anfang darauf hingewiesen, es gibt so die regelbasierten Verfahren und die datenbasierten Verfahren. Man kann das technisch noch viel, viel, viel weiter ausnorden. Symbolische Methoden, numerische Methoden kann man es aufnehmen. Es gibt ganz unterschiedliche Bereiche. Die einen gehen halt darauf aus, dass man den Verstand verwendet, die Ratio. Der andere Bereich geht darauf aus, dass man Daten verwendet, also die Empirie befragt. Das sind so die beiden großen Pole. Und das gibt so das ewige Pendel. Und es gibt Diskussionen in der Philosophie, ob der Mensch nun tatsächlich nur über den Verstand lernt oder ist es so, dass der Mensch nur über Erfahrung lernt und die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte und so ist es in der KI-Forschung auch. Aber es gibt natürlich einzelne Bereiche, da funktioniert das eine sehr, sehr gut, in anderen Bereichen funktioniert das andere sehr, sehr gut. Und das wird sich sicherlich weiterentwickeln und ich werde nicht sagen, es gibt einen ganz klaren Trend in die eine Richtung. Momentan schwingt das Pendel nach rechts, das ist ganz klar, aber es wird sicherlich auch wieder zurückschwingen und es gibt sicherlich da auch eine ganze Reihe von Anwendungen, die in der Mitte liegen. Um Systeme der Zukunft zu erkennen, glaube ich, man braucht das Domänenwissen an der Stelle. Es braucht natürlich auch die Computerprogramme, also die Programmiersprachen. Was man aber auch sicherlich braucht, ist, dass man vernünftige Abstraktionsebenen darüber baut, so wie ein entsprechender Architekt, der Ihnen ein Haus verkaufen möchte an der Stelle, der zeigt Ihnen ja auch Bauskizzen an der Stelle und es werden Baupläne gemacht. Man verwendet nicht nur schöne Sprache, man verwendet nicht nur nachher das entsprechende Mauerwerk, wo das gemauert wurde, sondern man möchte vernünftige Modelle haben, Prozessmodelle, Architekturmodelle, Datenmodelle und ähnliches. Und bevor ein Ingenieur ein System baut, macht er erstmal einen vernünftigen Architekturplan. Und wenn er das nicht machen würde und Sie würden ein Haus kaufen, dann würden Sie sagen, na, ich überlege mir das nochmal. Wenn man heute bei IT-Firmen nachkommt, gibt es ganz viele Leute, die sagen, oh, wir programmieren das ganz schnell, wir coden das mal, dann machen wir das schon. Und dann wird sowas dran geschraubt und nachher hat man auch wir schon mal gehört, in Versicherung brauchen wir noch COBOL-Programmierer plötzlich, die diese ganzen Altsysteme im Keller noch irgendwie warten können und keiner traut sich dran, weil dann das Altgeschäft nicht mehr funktioniert. Das sind alles Dinge, sind nicht schön, aber woran liegt es ja? Es ist nicht so richtig ingenieurmäßig entwickelt worden. Ist natürlich jetzt auch ein Schlag in die Disziplin, der ich angehöre, aber so ist es nun mal. Die Informatik hat die ingenieurwissenschaftlichen Methoden noch nicht so weit ausgebaut und leider Gottes sind die in vielen Bereichen auch einfach noch so sehr erfolgreich. Ja, wenn Sie mich nun fragen, ist künstliche Intelligenz besser als menschliche Intelligenz? Dann ist die Antwort sicherlich momentan ja, so richtig noch lange nicht. Aber man darf eine Sache nicht vergessen. Und da habe ich noch eine Untersuchung aus dem Gesundheitswesen mitgebracht. Und zwar hat man Chatbots gegen Ärzte antreten lassen, um Gesundheitsfragen zu beantworten an der Stelle. Das ist eine Untersuchung gewesen, die Ende letzten Jahres in einem medizinischen Journal erschienen ist. Und man sieht so, ja, die Antworten von den Chatbots in der Qualität wurde von den Benutzern durchaus besser eingeschätzt als die Ärzte. Ein befreundeter Arzt von mir sagt immer, ich so, ja, ein Arzt, der muss nicht irgendwie nett sein, der muss kompetent sein.
Ist sicherlich nichts gegen zu sagen, aber wenn der Patient sagt, na, aber der Chatbot war ganz gut. Was aber auch gemacht wurde, man wurde mal geschaut, wer so empathischer eingeschätzt worden ist an der Stelle. Und die Patienten haben überwiegend den Chatbot als empathischer eingeschätzt als den Menschen. Also insofern, Empathie und Maschine wäre ich sicherlich vorsichtig. Ansonsten, künstliche Intelligenz ist auf jeden Fall besser als die natürliche Dummheit.